So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder was Besonderes für euch vorbereitet. Eine Folge Ramses Kitchen, denn wir haben eine neue Currywurst gefunden von Curry King. Und Curry King ist von Maika. Woher Maika kommt, das schreibt ihr mal in die Kommentare. Es gibt ja viele Maika Curry King Sorten. Wir haben ja auch, glaube ich, die Hawaii getestet oder so. Dann gibt es ja die vegane, dann gibt es die andere, dann gibt es die hier, dann gibt es die groß, dann gibt es die scharf. Das ist übrigens die extra scharf. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal hier gezeigt habe. Aber obwohl, die ist halt nicht scharf. Da steht zwar extra scharf, aber die ist halt nicht scharf. Da musst du dir natürlich selber andere Sachen ranmachen. Was ich aber jetzt gefunden habe, wo neu dran steht, ist die Maika Curry King Salsa. Kennt ihr die Salsa? Wir testen jetzt mal extra scharf gegen Salsa und gucken dann mal, welche da besser schmeckt. Ihr müsst natürlich hier unten den Aufkleber abmachen, das Currypulver, was hier unten immer versteckt ist, abnehmen, den Spisser rausnehmen. Damit könnt ihr erstmal oben sowieso Löcher reinmachen. Das ist halt ganz normal, also Currywurst. Und hier bei Salsa ist das Besondere mit Tomaten-Paprika-Jalapeno-Soße. Tomaten-Paprika-Jalapeno-Soße. Das klingt auf jeden Fall interessant. Das machen wir auch hier ab. Zibbel ab. Löcher neigstocht. Oder macht man das so? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal lesen, wie man die eigentlich zubereitet. Ich esse sie einfach immer so mit Schale. Folie mehrfach mit einer Gabel einstechen. 2 Minuten erhitzen. Ja, damit man nicht extra eine Gabel zusauen, kann man doch bestimmt den Spisser, der hier dran ist, nehmen. Und mit dem Spisser einfach da rein. Oder esst ihr das nicht mit Spisser, weil das dann so nach Holz schmeckt? So, dann machen wir jetzt hier Löcher in die Wurst. Und es schmeckt einfach nur noch kalter Bockwurst. Wir machen das Ganze auch mal bei dem extra scharf. Hat auf Anhieb einen besseren Geschmack, der extra scharf. Wir machen die jetzt aber heiß und dann gucken wir uns die mal an, wie die aussehen und wie die schmecken, wenn die warm sind. Das Lustige ist, wenn ihr eine Katze habt, so wie ich, da könnt ihr die auch schmücken, wenn ihr nämlich hier diese Abziehbildchen nehmt und packt die einfach auf die Katze drauf, ungefähr so. Verdammt, wir müssen mal den anderen nehmen. Auf die Katze drauf und dann fühlt sich die Katze total wohl. Seht ihr das? Das sieht zwar doof aus und ist voll gemein, das ist aber total ungefährlich für die Katze. Die kann sich dann auch nicht mehr bewegen, die sieht dann einfach noch süßer aus, wenn ihr die ein bisschen geschmückt habt. Ah, die wollen wir es mal abnehmen und das auch. So, so sieht die Katze wieder total langweilig aus. So, die Currywurst ist jetzt auf jeden Fall fertig und heiß. Wir machen mal einfach hier die Packung auf. Oh, dass ihr seht, wie heiß das ist. Seht ihr das? Das dampft. Man sieht das nicht. Ne? Siehst du nicht, oder? Wo kommt eigentlich die Schärfe her jetzt bei der Currywurst? Haben die da was in die Soße schon da rein? Oder machen die da einfach das Pulver anders? Weil, wenn das extra scharf ist, haben die dann anderes Currypulver rein, was schärfer ist als das normale. Und die Soße ist an sich eigentlich die gleiche wie bei der normalen. Oder haben sie sogar schon in der Soße Schärfe rein und das Currypulver ist bei beiden das gleiche. Adi, das hast du aber fein gemacht. Jetzt bist du hier hochgehüpft, direkt in den Deckel rein und hast jetzt Fußspuren hinterlassen, weil du lauter Currysoße am Fuß hast. Und überall, wo du jetzt langläufst, ist noch mehr Curry. Da können wir dann immer sehen, wo der Adi hingegangen ist. Jetzt haben wir die beiden fertig. Ich weiß, jeder andere würde es wegmachen, aber ich bin jetzt hier, ich muss arbeiten. So, seht ihr den Unterschied? Ah, außer dass mein Finger verbrennt. Das ist extra scharf. Das sieht alles normal aus. Und das ist hier mit Salsa. Da sehen wir, dass da lauter Zeug mit drin ist. Rote Punkte, weiße Punkte, grüne Punkte. Also diese Jalapeno-Soße.
Wir müssen das jetzt hier noch drauf machen. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches was war. Ich glaube, das Chili-Pulver Special Curry Hot. Also das müsste für extra scharf sein. Machen wir das jetzt einfach hier drüben drauf. So, auf the Curry washed. Guckt euch das an, wie das hier drauf gemacht wird. Einfach so gestreut, aber ihr kennt das ja, ihr wisst das ja, das dauert halt 300 Jahre, wenn man das so macht. Einfach die Tüte links und rechts nehmen und auseinanderzipfeln. Dann hier das Chili-Pulver, ist ja interessant. Chili-Curry. Die Currywurst hat Curry-Pulver und die Salsa hat Chili. Jetzt müsste das Chili ja eigentlich schärfer sein als das Curry, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ihr habt jetzt hier wieder die Salsa-Wurst und hier kommt jetzt das Chili-Pulver drauf. So, nicht, dass ich das verwechselt habe mit den zwei Packungen. Das machen wir jetzt ein bisschen rum. Dazu haben wir ja unseren Spießer und dann gucken wir mal, welches besser schmeckt. Bisschen verteilt hier irgendwas. Toastbrot ist auch am Start, dass man noch was dazu hat. Aber mit dem Verteilen, das ist halt jetzt nicht so cool. Sieht halt ein bisschen bescheiden aus. Ich kann euch das gleich nochmal hier zeigen, von meiner Seite aus. So. Eigentlich hat sich gar nichts verteilt. Es sieht immer noch genauso aus wie davor. Es sieht jetzt also so aus. Das ist die extra scharf Currywurst und das ist hier diese Salsa Currywurst. Die Konsistenz ist auf jeden Fall sehr auffällig. Während hier alles blank geleckt ist, habt ihr hier viel mehr Brocken und Zeugs mit drin. Probieren wir mal, auch wenn es noch heiß ist, die Salsa erstmal. Weil die darf ja nicht so scharf sein. Wir probieren mal die Salsa. Wir nehmen uns hier schön ein Bröckchen aus der Mitte raus mit viel Gebambel dran. Schmeckt wie ein guter Linseneintopf. Also total komisch. Ein Linseneintopf mit Chili-Pulver, richtig? Also das Chili-Pulver, das merkst du auf jeden Fall. Das ist ein richtig gutes Chili-Pulver. Ansonsten, ja, schmeckt es nicht wie eine klassische Currywurst. Es hat auf jeden Fall einen besonders eigenen Geschmack. Weil du immer so auf irgendwas rumkaust, auf irgendwelchen Gemüsezeug, ist halt Salsa. Es ist genau das, was draufsteht, genau das, was es verspricht. Die Schärfe ist auch richtig gut. Ich hoffe nur, ich habe die zwei Dinger nicht verwechselt, weil da stand doch extra Curry, extra hot. Also dachte ich, das ist für die extra scharf. Vielleicht sollte das Chili aber doch für die extra scharf sein und die Salsa ist gar nicht. Naja, egal, wir probieren mal. Extra scharf. Das hat diese typisch sämige Currynote. Von scharf merke ich da jetzt nicht viel. Entweder ist die Salsa schärfer als extra scharf. Oder ich habe wirklich die zwei Soßen vertauscht. Generell mundet mir das aber ein bisschen mehr sogar. Ich finde das ein bisschen störend, dass ihr da auf so viel Kleinzeugs rumkaut. Das hier ist einfach nur direkt Wurst in den Mund, ne? Wie man es halt kennt. Und natürlich auch einen guten Geschmack. Guck mal nochmal im Vergleich jetzt die Salsa. Die Salsa schmeckt immer noch wie ein Linseneintopf. Kann ihr nicht nachvollziehen? Linseneintopf. Und wer es ein bisschen schärfer mag, der kann sich natürlich immer noch die Mad-Dog-Soße drauf machen am Ende. Ich glaube, ich werde bei beiden auch noch ein Tröpfchen reinmachen. Und werde das dann nochmal vermischen. Werde mir das dann aber alles wahrscheinlich in eine Schüssel geben und alles zusammenrühren. Machen hier also noch einen Tropfen Mad Dog drauf. So. Und hier drüben einen Tropfen Mad Dog. Obwohl das ja schon die Schafe war.
Ist natürlich ein Riesentropfen, aber die Flasche muss ja irgendwann mal leer gemacht werden. Ja, und dann kann man das nehmen und kann das alles zusammenmischen. Wie das aussieht, das zeige ich euch gleich. So, jetzt wo wir beides zusammengemehrt haben, ist das jetzt hier auf diesem Teller vereint. Und das sieht man mal wieder, dass da eigentlich so gut wie nichts drin ist in diesen Packungen. Ihr würdet sagen, bist du bekloppt, das ist ein Riesenteller, das ist mega viel, aber das ist jetzt alles ausgebreitet. Da ist halt wirklich nicht viel drin. Wenn ihr die beiden zusammenmischt, dann habt ihr vielleicht so viel wie bei einem herkömmlichen Imbiss, wenn du dir da eine Currywurst holst, so preislich auch. Also ich glaube, so gegen eine Imbiss-Currywurst geht trotzdem nichts. Würde man bevorzugen natürlich als hier dieses Fertigzeug. Aber man hat ja nicht immer einen Currywurst-Imbiss an der Hand. Das kann man sich auch mal abends machen oder mal nebenbei. Jetzt kommt auch die Katze angehüpft. Wir wollen jetzt hier nochmal probieren mit der Maddox-Soße und dem ganzen Zeug drum auf einem Level, wie das jetzt schmeckt. Auf jeden Fall vermischt sich die Schärfe richtig gut. Das war vorher eigentlich schon scharf. Jetzt brennt ihr hier wieder die Lippe. Das ist aber gut, da merkst du wirklich, das ist eine feine Currywurst jetzt. Und zwei Geschmäcker auch von dem Salsa und von dem normalen harmonieren miteinander. Ich kombiniere mir gerne immer mein Essen zusammen, wie so ein Schwein, alles in den Trog geworfen und dann gefraced. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon die Salsa probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Maika Curry King, Salsa. Finde ich gut, aber das Original schmeckt mir trotzdem besser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.